sich komplizierte Quiz. Warum heißt das so? Ich erkläre es euch, weil es unnötig kompliziert ist. Ich werde euch gleich ganz logisch Fragen stellen. Ihr müsst eine Antwort geben. Die Antwort müsst ihr aber immer so geben, wie ich von euch verlange, dass ihr mir sie gebt. Das heißt, es ist nicht so einfach, vielleicht die Antwort einfach nur zu wissen, sondern... Warte mal, ich hab jetzt schon den Faden verloren. Du musst noch mal anfangen, weil... Hast du es verstanden, Flo? Ansatzweise, aber du warst noch nicht fertig. Nee. Also, ich stelle euch Fragen. Ja. Ja. Ihr gebt Antworten. Vielleicht gerade wie vorweg, für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, für jede falsche natürlich keinen. So. Die Situation ist aber folgendermaßen, es ist deswegen unnötig kompliziert, weil ich von euch verlangen werde, wie ihr mir die Antwort zu geben habt. Das muss sich jetzt noch gar nicht irritieren, ich sage dann immer, wie ich das haben möchte. Aber ich stelle eine Frage und dann liegt es an euch, mir die Antwort so zu liefern, wie ich sie brauche. Okay? Jetzt bin ich verwirrt. Genau. Und jetzt wird es aber viel leichter. Niki, wenn du so lieb wärst und mir kurz hilfst, ihr bekommt jetzt Eimerchen mit 20-Cent-Stücken. Oh Gott. Diese Eimerchen mit Centstücken sind sehr, sehr wichtig, denn wer... Matthias, das sind Münzen. Danke. Ihr habt diesen Eimer mit den 20-Cent-Stücken und wir haben hier 4 Original-Fahrscheinautomaten stehen. Oh, ich stelle euch gleich eine Frage und die Antwort müsst ihr mir aus diesem Automaten rausholen. Aha. Weißt du, wann ich das letzte Mal öffentliche Verkehrsmittel gefahren bin? Nee, aber wann bist du das letzte Mal öffentliche Verkehrsmittel gefahren? Da war ich 12. Also vor 2 Jahren. Wichtig ist, wenn ihr die Antwort aus dem Automaten geholt habt, lauft ihr zurück und buzzert. Ja. Und in dem Moment weiß ich, ihr habt schon eine Antwort. Und dann frage ich, ist die Antwort richtig? Für die anderen bedeutet das aber auch, nur weil der Erste zurückläuft und buzzert, kann das ja auch sein, dass sie die Antwort falsch hat. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall weitermachen. Also zieht so lange durch, bis wir die richtige Antwort haben. Unnötig kompliziert. Ja, das ist tatsächlich, das ist das Prinzip. Deswegen habe ich auch noch mal eine Frage. Ja. Gibt es, also wird uns ein Automat zugeteilt oder können wir uns einfach einen aussuchen? Matthias. Also, können wir das auch mit der App? Berechtigte Frage. Um zu den Automaten zu kommen, müsst ihr aufstehen und darüber gehen. Müssen wir dann unseren Eimer wieder mit zurücknehmen oder kann der da bleiben? Ich meine, ist eine berechtigte Frage. Absolut. Okay. Mach's, wie du möchtest. Attention, um ein Rennen. Mit was für einem Fahrzeug geht es in einem berühmten Queen-Song? Hey, ist das mein Hand? Was heißt das? Oh, warte mal, bitte berühren Sie. Was soll das? What? Monatskarten? Was willst du? Was soll ich machen? Andere Fahrscheine. Was? Da kommt was ganz anderes. Was? Hallo? Ja, aber wie willst du das eingeben? Ja, wie soll man das eingeben? Ich kann ja nur Städte eingeben hier. Ach so, wo hast du eingeben? Ah, ich kann Nähe zum Volk suggerieren. Ich liebe es, dass Matthias einfach davor steht und da reinguckt. Ich mach das jetzt auf Polnisch. Hä? Luke, ich verstehe das nicht. Hallo, wie kann man das? Wie sollst du das eingeben? Wie sollst du das eingeben? Tour. Schön, dass du da bist, Hazel. Wirklich, es ist sehr gut. Schüler. Hier. Hier ist die Lösung. Die Lösung ist Bicycle. Das geht natürlich nicht auf Englisch auf dieser Karte. Deswegen ist die Lösung Fahrrad, Gold, richtig. Ein Punkt für Hazel. Ihr könnt zurückkommen. Aber wie kannst du da Fahrrad eingeben? Hey, wie? Wie? Hast du andere Tickets unten? Hast du es eingegeben? Seid ihr noch nie mit einem Fahrrad? Ich war bei Prignitz, bei alles mit Beißen. Ich war bei Biglau. Nee. Bei andere Tickets. Andere Tickets. Ja, andere Tickets und dann kommt Fahrrad. Stand das da oder hast du es eingegeben? Hazel hat es einfach geschafft. Ich bin einfach noch nicht lange genug berühmt, um das vergessen zu haben. Ja, das ist richtig. Ich habe noch mal Fragen für euch und jetzt wird's tricky. Bitte ganz genau zuhören. Wenn ihr die Antwort wisst und aufgeschrieben habt, loggt ihr ein. Die Antwort ist eine Zahl. Diese Zahl ist insofern wichtig, als dass ihr ja alle euer Telefon mitbringen solltet. Denn ihr müsst dann gleich wiederum das Telefon zücken. Du kannst gerne Keanu Reeves anrufen.
Ihr ruft dann eine Person aus eurem Telefon an. Wer das ist, ist mir vollkommen wurscht. Und müsst die Person so lange am Telefon halten, wie die Zahl ist, die als Antwort gefunden wurde. Wichtig, wenn ihr telefoniert, dürft ihr nur ein einziges Wort benutzen. Oh Gott. Das hier. Kuckuck. Müssen wir das wieder an dem Automaten machen? Nein. Ist das nicht auch gerade? Gott. Das Witzige ist, weil wir uns so gut kennen, habe ich wirklich gar nicht so das Gefühl, dass ich hier heute moderiere, sondern wirklich habe ich gerade das Gefühl, ich bin privat mit euch hier. Joko, die Show läuft noch, ne? Was ja. Sorry. Naja. Wir machen weiter. Wie viele Punkte hat man beim Tennis auf dem Punktekonto, wenn ein Spieler oder eine Spielerin die ersten drei Ballwechsel eines Spiels gewonnen hat? Ach Mann, Sportfrage. Ja, Hazel hat als erstes eingeloggt. Was glaubst du, wie viele Punkte hat man nach den ersten drei Ballwechseln, wenn man alle für sich entschieden hat? 40. 40. 40 ist richtig. Oh Gott. Das ist schon mal gut. Ja. Wenn du jetzt dein Telefon nimmst und eine Person deiner Wahl anrufst, ist uns egal, ja, 40, fuck. Wer es ist. Ja, dann rufe ich meine Mutter an, die geht auf jeden Fall dran. Ja? Ja, ich hoffe es. Du hältst die 40 Sekunden in der Leitung. Wir haben da oben einen Countdown, der läuft runter. Der ist und ich darf nur Kuckuck sagen. Du darfst nur Kuckuck sagen. Oh Mann, das ist so unangenehm. Okay, also meine Mutter heißt Susanne, die ist sehr nett. Ja. Sie ist Lehrerin, aber jetzt hat sie Feierabend. Also hoffentlich geht sie ran. Ja. Kuckuck. Ja, hallo? Kuckuck. 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 Hoi. Kuckuck. 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 Ich würde dir gerne erklären, Entschuldigung. Großartig, sie hat aber aufgeregt. Geil. Oh, Hazel, easy. Was? Ein Punkt. Danke schön, oh Gott. Ah. Ich schicke, kann ich hier eine Sprachnachricht schicken? Das wäre noch eine Stunde gegangen. Hallo, das war für eine Sendung. Ich melde mich später. Okay, oh Gott. Weißt du was, das war so gut. Wir machen das nochmal. Das mache ich jetzt einfach. Wir haben soll ich euch allen die Nummer von meiner Mutter geben? Nee. Also, ich hab eine weitere Frage, die endet auf einer Zahl. Ja? Es gibt ein neues Wort. Das ist dieses hier. Okay. Welcher Kartenwert sollte bei einer Partie Blackjack auf keinen Fall überschritten werden? Das Witzige ist, dass man in so eine Situation kommt, dass man abliefern will, weil man die Antwort abliefert. In dem Moment, wo man als erstes eingeloggt hat, dann natürlich aber auch weiß, wenn das jetzt richtig ist, dann muss ich jemanden anrufen. Ach so. Und du hast als erstes eingeloggt, mich interessiert, was deine Antwort ist. Welche Zahl darf man bei Blackjack idealerweise nicht überschreiten? 21 ist richtig. Das heißt, schon mal sehr gut. 21 Sekunden. Musst du eine Person deiner Wahl am Telefon halten und darfst diese 21 Sekunden lang, der Countdown läuft auch für dich da oben ab, nur Huch sagen. Huch. Okay. Ja? Huch. 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 Hallo. Huch. Kannst du mich hören? Huch. 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 Hoch, hoch! Oh Gott, wer war's? Meine Hausgenossen. Ja, okay. Muss kurz, ich hab die Kinder im Hintergrund gehört, ich muss kurz. kurz was richtig stellen. Nicht, dass sie denken, dass du durchgeknallt bist. Aber ein Punkt für dich schon mal, das ist schön. Ist alles okay? Ich hab die Kinder schreien hören? Es war für eine Sendung. Tschüss! Oh Gott. Oh Gott. Jeder kann mitfühlen. Muss man regeln zu Hause.
Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt eine Situation, die hat es in der Geschichte von dieser Sendung noch nicht gegeben. Jetzt kommt eine Spielrunde, die wir so nicht geprobt haben. Die habe ich mir einfallen lassen und habe nur zwei Personen eingeweiht. Jetzt gibt es eine ganz wichtige Ansage von mir. Ich habe hier Umschläge für euch. Da drin steht eure Frage oder das, was ihr zu tun habt, um quasi die Situation herzustellen, die ich gerne von euch möchte. Ihr dürft das nicht laut vorlesen. Ihr dürft es nicht laut vorlesen, weil dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Das ist schon mal für euch. Ihnen sage ich jetzt gleich, was Sache ist. Und ihr, ganz wichtig ist jetzt, alle Kameras drehen sich weg von mir, drehen sich weg von euch. Der Kran fliegt bitte in die oberste Ecke, dass wir eine ganz große Totale vom Studio bekommen. Dass man nicht sehen kann, was ich jetzt gleich mache, aber man noch die Situation überblicken kann. Ja, sowas ist gut. So, jetzt. Alle Kameras, wirklich, ernst gemeint. Christian, du musst gar nicht darüber schielen. Egal, was aus der Regie kommt, das ist mein 100% mein Ernst. Alle anderen Kameras filmen die Band. Eike, das ist die Decke. Die Band ist das da hinten. Alle anderen filmen die Band. So, jetzt habe ich hier eine große Pappe vorbereitet, damit Sie hier im Publikum wissen, was Sache ist. Pass auf, folgende Situation, tritt jetzt hier gleich ein. Ihr könnt eure Umschläge aufmachen und ich sage euch, wann es losgeht. Könnt ihr es alle lesen? Ja? Ja. Alle haben es gesehen? Deswegen konnte ich das nicht proben. Weil das hätte das sehr schwer gemacht und das wollte ich nicht. Dass hier irgendwer jetzt vielleicht in eine Situation kommt, dass er denkt, das torpediere ich. Kann ich es zumachen? Alle haben es gelesen? Ja? Okay, super. Sie sind jetzt meine Komplizen. Ihr seid meine Komplizen. Und die Kameras können gerne jetzt wieder zurückkommen hier zu mir. Jetzt ist wichtig, dass man mich sieht. Jetzt können das wieder zeigen. Auch die anderen könnt ihr bitte wieder zeigen. Ihr habt es alle gelesen auch? Gut, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr könnt jetzt gerne los. Oh. Also, wir müssen noch ein bisschen was mit euch besprechen. Hast du Matthias? Du bist der Soundmann, oder? Hast du Matthias auf dem Mikro? Hast du ihn auf dem Mikro? Kannst du ihn einfach ab? Du musst ihn runterdrehen. Kannst du mal an der Bassdrum unten bei dem Fuß was? Hast du das ein bisschen enger stellen? Ist geklebt. Ist geklebt. Ja, ist geklebt. Einfach so. Okay, danke. Ja, ich weiß es nicht. Flo, du bist da. Sehr gut. So. Und jetzt das, ist so der, das ist der Fall, wenn man was Illegales macht und super unauffällig sein will. Flo wassert einfach für Hazel. Yes. Warte mal, unbemerkt. Du hast das unbemerkt. What? Was hast du da geholt? Nie und nimmer. Es hat niemand gemerkt, dass ich diese Kabel gestohlen habe. Weil, nie und nimmer. Hundertprozentig. Frag doch die Leute da hinten von der Technikabteilung, die denken, ihre Kabel liegen da immer noch da. Wir haben natürlich auch Spione im Team, denen ich den Auftrag gegeben habe, wenn die loslaufen, guckt nicht, weil es kann ja auch sein, dass sie sagt, gib mir mal was von dir. Das wollen wir ja nicht. Ihr seid da hinten am Start gewesen. Ist das so abgelaufen, wie er sagt, oder wurde er bemerkt beim Clown? Er wurde bemerkt beim Clown, ja? Ein bisschen. Weil hätte ich euch gesagt, dass ihr beobachtet werdet, hättet ihr wahrscheinlich ja dann in dem Moment quasi das ausgespielt. Und das wollte ich nicht, deswegen tut mir leid, Matthias. Du wurdest dabei beobachtet und ja, okay. Die Aufgabestellung war ganz klar. Clown. Leider kein Punkt. Jetzt ist die Frage. Flo, das muss ich jetzt den Notar im Hintergrund, den wir nicht haben, fragen. Flo hat als zweites... Er darf als, das machen, finde ich. Flo hat das... So bist du so ja, fair und sagst... Ich bin so fair unter anderem, weil ich die Antwort nicht weiß. Okay, ich Flo... Ich weiß knapp, was das ist. Wo hast du das daher? Vom Soundboard, vom Tonmann. Hinten? Ja. Was ist das? Zeig mal. Ist das... soll ich einmal kurz nach hinten gehen, überprüfen? Und das hast du unbemerkt geklaut? Nein, das überprüfen andere ist runtergefallen. Überprüfen aber, er hat es in dem Moment nicht bemerkt, als ich es genommen habe. Das muss ich überprüfen. Wow. Hey, ob er es jetzt in der Zwischenzeit gemerkt hat, das naja, weiß ich nee, nicht. Naja, nee, der Diebstahl. In dem Moment hat er es nicht gemerkt. Der Soundboard hinten. Es war weit weg. Ganz weit hinten. So, wessen Telefon ist es?
Deins nicht? Deins nicht, wessen Telefon das ist? Wir wissen es noch nicht mal. Hier, hast du es? Schau mal, die wissen nicht mal, dass es weg ist. Aber du hast es nicht bemerkt. Na, als ich es gesehen habe. Ja, wirklich? Ja. Nicht bemerkt. Okay, sehr gut. Das ist schon mal, ich bring's dir gleich wieder. Das ist nicht von dir. Wir rufen noch mal kurz überall im Ausland an, falls wir da irgendwie noch Freunde haben. Vielen Dank. Ich mach das einfach mal aus dem Laufen, Flo. Was ist denn die Antwort auf die Frage, wenn die Band Die Ärzte sagt, ich will zurück nach Westerland? Welche Insel ist denn die gesuchte? Wo müssten die hinfahren, wenn sie zurück nach Westerland wollen? Sylt. Oh. Nach Sylt. Boom. Das hätte ich geraten. Dein Punkt. Oh, Mann. Sehr gut. Ist im Bodensee. So, ich bringe das mal wieder nach hinten. Unbemerkt, Mann, ey. Unbemerkt, aber hast du gut gemacht. Kommt mit der Kamera zurück. Was ist das Krasseste, was ihr je geklaut habt? Oh, das darfst du mir nicht fragen. Ich komme in Trouble. Wirklich? Mein Vater musste mich von der Polizei abholen früher. Ja, aber da war ich 11. Seitdem nicht mehr. Weil du mit 11 geklaut hast? Im Laden oder im Spielzeug? Ich habe gedacht, ich bin ganz klug. Ich habe ein bisschen was gekauft und bin dann mit der vollen Tüte rumgelaufen und habe einfach Sachen reingetan, weil ich dachte, es ist mega unauffällig. War es aber nicht. War es nicht. Hazel? Ich habe mal so ein riesiges Magnetei geklaut. In was? Backstage. Ja, ich fand's. Im Backstage? Was ist ein Magnetei? Können wir später gucken, ob noch alles da ist, wenn Hazel abreißt? Man musste durch so eine Küche gehen und dann war da so ein riesiges Ei aus Keramik, was so Augen hatte und so Füße an Schnüren. Und ich wollte es einfach unbedingt haben und jetzt habe ich es. Du hast es mitgenommen, okay, ja, gut. Und ich habe es immer noch. Also, wenn Sie es zurückhaben wollen, findet mich, ihr Arschlöcher. Ich habe mal einen Arm in Gips gehabt und hatte so eine Bomberjacke an. Also, da war ich aber auch 13, 14. Hatte so eine Bomberjacke an und der Arm in Gips war da drin und dann konnte ich meinen Arm nicht bewegen. Aber das war auch sehr ausgefüllt. Und dann bin ich bei uns zu Hause ich sag jetzt nicht, wo ich es geklaut habe. Ich war in einem Supermarkt und habe eine Flasche Geneva geklaut, weil ich die in den Gips schieben konnte. Weil der Arm so dünn war? Richtig. Und war mittlerweile so runter. Hab den da oben im Gips gehabt und bin dann so stand so an der Kasse, hab aber auch was gekauft, genau wie du. Und bin dann so mit der besten Geneva-Flasche raus und haben dann immer da so draus getrunken. Okay, haben wir uns alle noch mal ein bisschen besser kennengelernt, ist doch auch gut. Es ist vorbei, ihr seid erlöst. Das war das unnötig komplizierte Quiz.